Auf Mendoza jetzt auch mit Auto-Description. Das ist eine Description. Was soll ich skippen? Muss ich mir jetzt sagen, was ich hier skippen soll? Mendoza. Okay, kurze Auto-Description. Majima ist mit so einem komischen Dude im Gefängnis, was eigentlich Chillout-Club ist. Und jetzt kommt so ein Detektiv reingehumpelt, der guckt ein bisschen grimmig. Dramatische Musik. Onkel B ist das. Der sagt, wir sollen rennen. Ah ne, nur zu Nishitani. Oh, der hat Tomatensauce auf dem Rücken. Und ist umgefallen. Jetzt ist da ein x-beliebiger Polizeityp mit Waffe. Seine Tochter will zum College und was? Hallo? Deswegen schießt du jetzt auf den Detektiv? Der zahlt die 100 Zeiten, also wenn der uns killt, dann kriegt er 100 Zeiten gezahlt. Aber Zeit ist keine Währung, Rudi. Du hast dich voll verarschen lassen. Jetzt schießt er auf den Dude aus dem Chillout Club Gefängnis. Jetzt ist er voll mit Erdbeersoße. Er hat ein bisschen gesabbert beim Essen. Ich glaube, er hat Bauchschmerzen. Oh ja, der klingt auch, als hätte er Bauchschmerzen. Könnte Verstopfung sein. Rechts, Onkel B. Warum redest du mit einem toten Mann? Und rechts ist eine Gefängniszelle. Ja, der hat zu viel Spaghetti gegessen, glaube ich auch. Ja, jetzt hat er Verstopfung und hat einfach Schmerzen. Aber wer isst auch schon? Wer isst dann auch schon Spaghetti mit Erdbeersoße? Ist doch eklig. Da würde ich auch kotzen. Und Verstopfung kriegen. Was für Yakuza Dining Early? Du siehst aus wie Mitte 40. Bruder. Also, ich weiß ja nicht. Warum steht der Polizist eigentlich nur da und guckt dumm zu? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie die letzte Stunde oder so macht die Hauptsong überhaupt keinen Sinn mehr. Da passiert nur noch dummer Scheiß. Ja, Spaghetti-Eis mit Erdbeersoße, aber noch nicht normale Spaghetti mit Erdbeersoße. Jetzt kotzt er sein ganzes Mittagessen aus. Komm, mach den John Wick, werf ihm die Waffe an den Kopf. Ja, er hat immer noch Schmerzen. Hier, ich weiß schon seit 20 Stunden, dass Makoto nur wegen mir lebt. Go, go, go! Ja, was Rätsig sagt. Zu normalen Spaghetti gehört ausschließlich Vanillesoße. Von Erdbeersoße kriegst du Bauchschmerzen und Verstopfung und kotzt den Scheiß einfach nur wieder aus. So sieht's aus. Und dann versaust du dir deinen roten Anzug mit roter Soße. Das kriegst du wieder raus, das lohnt sich nicht. Ist er jetzt ein Zombie oder was geht mit ihm? Der macht hier gleich Schnuffel mit dem Polizisten. Okay. Ja, weird. Aber was soll's. Okay, das Chapter war unfassbar kurz. Ihr habt euch doch gerade geliebt in der Zelle, ja. Den ging so schön. Die Tränen fließen übers Gesicht. Aber wieso? Ich beschreibe doch nur, was hier passiert. Okay, Majima rennt. Schubst einen Typ zur Seite. Dann rennt um die Ecke. Nach links. Der hat doch rechts gesagt vorhin. Hast du nicht zugehört? Jetzt steht da wieder der komische Typ rum, der ihn töten wollte und nicht getötet hat. Was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Der kann mit Tieren reden.
Aber der kann mit Tieren reden, weil Vögel ihm irgendwas zugeflüstert haben. Du warst nicht im Gefängnis, du warst im Chillout-Club. Oh, jetzt packt er Majima am Hals und ab in die Seitengasse. Aber bitte nicht auf dem Boden, da liegen bestimmt Spritzen oder so rum. Okay, er darf nicht aus Hotels rausgehen, weil die Stadt ein Käfig ist. Naja, darf man nicht mal meinen Morgensport machen jetzt? Wo soll ich so schnell hin? Und nie was vom Morgensport gehört. So wie der aussieht, wahrscheinlich nicht. Glaube ich dir aufs Wort. Wieso fühlt dir dein Herz brechen, wenn du ihn hier tötest? Was ist denn falsch mit dir, Mann? Du hast einfach nur nicht die Eier in der Hose. Du willst es nicht zugeben. Kleiner Waschlappen. Die Beschreibung und Kommentare sind mega, ja. Oh no, jetzt habe ich den Faden verloren, warte. Er hat einen Typ gelernt mit einem weißen Anzug. Er hat nichts mit dem Typ zu tun, der Spaghetti mit Erdbeersoße isst. Ja, da fliegen keine Clanfarben. Verstehe das nicht. Es ist ein lila Faden, Chris. Ich brauche den roten Faden. Aber danke. So, ja. Okay, ja, da weiß ich jetzt auch schon, dass die alle Makoto töten wollen, weil mittlerweile ziemlich offensichtlich ist, dass sie die Urkunde hat für den einen Quadratmeter, um den sich alle bügeln. Auf Android ist der grün. Der grüne Faden bringt mir leider auch nicht so viel. Lila ist auch rot drin. Ja, Face Dia ist auch rot drin. Vor allem, wenn man draufhaut, dann kommt's raus. Kann ich auch gleich zeigen, bestimmt. Ja, schon besser, Chris. Schon besser. Selten so eine lustige Einfahrt, Hin- und Einfahrt wie heute, ja. Ja, wenn wir sonst nichts können, ne? Blauer Faden und eine rote Karte. Ich weiß auch nicht, warum ich das verdient habe. Ja, wir haben dich auch, Liebnose. Geht in beide Richtungen. Und was ist jetzt eigentlich dein Problem? Mit diesen Affenohren immer. Ja, ich weiß auch, dass ich die Stadt nicht verlassen darf. Was willst du von mir, Mensch? Geht hier gleich ins Gesicht, du. Warte, ich kann... Warte, konnte ich nicht irgendwas für 200.000 noch? Ich bin gerade im Menü bei den Stances im Skillen, wo man Sachen kaufen kann. Warte, hatte ich noch nicht irgendwo was? Ich bin gerade zu blöd, um was zu finden. Oder war das bei Kiryu? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, nee, doch hier unten irgendwas. Ach, das Ding. Tiger Drop für Majima. Aber warum braucht es hier drei Heat? Das ist ja voll scheiße. Wie soll man das denn zum Schießen benutzen, wenn man es nicht spammen kann? Ja, komm, let's go. Ich bin gesetzt. Jemand ist ein Igel. Ja, enttäusch dich mal selber. Der mit seiner großen Klappe, wo nichts hinter ist, außer zwei große Affenohren. Macht mich fertig, ne? Okay, es fährt ein Auto die Straße entlang. Das Auto hat ein paar Kratzer. Könnte mal wieder lackiert werden. Das ist eine verdammt lange Brücke.
Manchmal wundert sich auch, dass die Brücke so lang ist. Warte, was ist das? Wir fahren auf ein rotes Licht zu. Es sieht aus wie eine Militärbasis oder so. Könnte ein Bunker sein. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh no, das könnte anstrengend werden. Jetzt halte ich muss jetzt nur noch heimlaufen. Nice. Das könnte es problematisch werden, wenn ich mich auf die Kämpfe konzentrieren muss und dann noch beschreiben muss, was in den Kämpfen gerade passiert. Das ist jetzt gleich eine Herausforderung. Aber erstmal wird durch das Viertel gelaufen. Okay, deswegen das rote Licht. Ist eindeutig ein Rotlichtviertel, wo ein Bordell neben dem anderen steht. Nee, ich habe keine Zeit für Spaß. Vor allem nicht mit dir, oh Gott. Ah, bitte weg damit. Bell, weiter. Aus wie so eine Hexe. Frankfurt Kaiserallee. Ich habe keine Ahnung, wo das rote Viertel in Frankfurt ist. Makoto wird hier gefangen gehalten, ja gut. Dann verprügel ich kurz das Gebäude. Direkt am Bahnhof, ja, halt. Ja, Face, kannst die scharfe kleine Frau gerne haben. Steht dir nicht im Weg. Höchstens vielleicht, die steht dann vielleicht höchstens eine teure Rechnung im Weg. Ich weiß nicht. Okay, ich bin mit dem Affenmann hier hin, aber ich laufe jetzt alleine rum, weil der hätte eine Waffe und es wäre Cheaten. Okay, dann hör auf zu labern und Action, Buddy. Hallo, ey, die haben ihre Schuhe nicht ausgezogen. Das ist doch sau unhöflich in Japan, wenn du in ein Gebäude, ein Haus gehst und die Schuhe nicht ausziehst. Was soll das denn? Also nur weil du Leute verprügeln willst, heißt es nicht, dass du unhöflich sein musst dabei. Jetzt labern irgendwelche Leute mit Masken irgendeine Scheiße. Was für rational, ich bin national. Ja, ich presse weiter. Hey, einfach. Hey, vielleicht noch zwei, drei Beleidigungen weniger und dann können wir loslegen. Oder? Komm. Lass prügeln, Brudi. Warum fragt er jetzt, ob der eine Gabel für Makoto hat? Du willst die doch befreien? Was soll die mit einer Gabel? Verstehe ich nicht. Okay, dramatische Kampfmusik fängt an. Ich soll Makoto finden. Okay, ich hau dem einen Typ ein bisschen auf die Schnauze und jetzt drehe ich mich auf den Boden im Kreis und drehe die Leute 13 Mal pro Sekunde ins Gesicht. Und jetzt mache ich so Handstand, Tornado drehen und stelle ihm ein Bein und er hat keinen Bock mehr. Okay, boxen durch die Tür durch. Die Tür geht einfach auf. Zack, und die kommen einfach aus dem Wasser gesprungen, als hätten sie den ganzen Tag da gewartet, dass jemand mit Augenklappe vorbeikommt und die verprügelt. Ihr habt komische Hobbys, muss ich sagen. Hier, Pirouette ins Gesicht. Schmeckt. Ich drehe mich ein bisschen auf den Boden. Und den komplett weg. Alter, yo, okay. Geht ab. Der Block, der denkt, er ist cool. Aber ich mache so einen Backflip-Kick und drehe mich im Kreis auf den Boden. Ich glaube, ich benutze den Angriff zu oft. Bisschen Baby-Freeze. Muss auch mal sein. So, zwei Tritte ins Gesicht und einmal boxen. Nee, andersrum. Entschuldigung. Und die nächste Tür aufgetreten. Das sind auch, ist eine interessante Art von... Okay, warte. Dem habe ich jetzt voll in den Rücken und in die Eier und er tritt dem anderen irgendwo rein und Genickbruch. Tschüss. Ich drehe mich mal weiter auf den Boden.
Hier, mach mal nicht so einen auf Dicken, Digga. Der ist auch einfach quer durch die Gegend geflogen. Er hat auch nichts mehr zu melden. So, und dann mache ich den Eiertritt von vorhin nochmal. Der war eigentlich ganz gut. Er tritt rechts, er tritt links und dann Unfall. Ja, so ungefähr läuft es hier gerade ab. Und er hebt ab. Nicht fällt ihm am Boden. Hallo, ich will mein krasses Zeug machen. Ja, den will ich machen. Immer noch eine der besten Stances, um Massen von Leuten zu verprügeln. Geht einfach so ab. So viel Crowd Control, was der einfach hat. So, abgehoben. Oh, aua, ey. Der schmeißt hier mit Messern. Das ist unfair. Hier, jiha. Ich bin prima Ballerina. So, Tritt ins Gesicht mochte er nicht so. I'm dying, ich torkel hier durch die Straßen. Der pischt darauf. Warte. Nicht zu lachen. Mega Beschreibung, ja. Ich gebe mein Bestes. Ich vergesse ungefähr. Ich krieg ein Drittel hin von dem. Okay. Das ist ein Raum voller Drag Queens. Die sich wie Geishas angezogen haben. Okay, es turnt mich an. Ich muss euch aber leider die Fresse verprügeln. Das tut mir ein bisschen leid. Ihr habt euch extra hübsch gemacht. Verstehe ich. Aber ihr seid immer noch Männer, das heißt, der Tritt in die Eier funktioniert einwandfrei. Fuck. Chris wiegt Comedy Pool. Ja. Ja. Glaube ich. Ja, komm, trau dich, komm ran. Ey. So, nochmal der Eiertritt. Dingelingeling, hier kommt der Eiermann. Zack. Okay. Du machst hier einen auf richtig dicke Hose. Obwohl du nicht mal eine Hose anhast. Hättest du dir mal vorher besser überlegen müssen. So, weiter geht's. Ein zwischenzeitiges Rouge of Love. Ja, das wäre cool, wenn er das bringen würde. Oh, die schmeißen hier schon wieder mit Messern rum. Was haben die hier eigentlich alles dabei? Die schmeißen ihnen komplett. Die schmeißen mir einen kompletten Haushalt entgegen. Also das, was Noza immer mitnimmt, wenn sie irgendwo kurz weggeht, das schmeißen die mir gerade alles ins Gesicht. Hier, hör mal bitte auf. Hier kommt wieder der Eiermann. Rush of Love! Kann ich auch, so. Ich drehe hier nochmal ein bisschen durch. Kurzer Backflip. Kurze Pirouette. Komm, Rudi, steh mal auf. So, ich nehme den jetzt und schmeiß ihn durch die Gegend. Ich weiß gerade nicht, wie der Move hieß, den ich gemacht habe, aber das war so draufsetzen, Wurzelbaum und rein, also wegschleudern. Also raus, nicht rein. Egal, ich gehe jetzt weiter. Ja, liegt ein Energy Drink rum, kann man immer gebrauchen. So, außer aber will, dass der Audio Description. Ja, will es wahrscheinlich nicht, dass er endet. Ich weiß gerade nicht, was ich eingesammelt habe, sah nach was zu essen aus. Also, wenn ich gleich Hunger habe, kein Ding. Da geht ein Tor zu, ich drücke A. Und hab mich drunter durchgerollt. Okay, jetzt kommen die hier so aus den Wänden raus. Ganz wilde Nummer. So, die Stance ist eigentlich auch ganz gut für Massen. Wenn die Räume nicht zu eng gebaut sind. Ja, drei Leute auf einmal verprügeln. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Und hier sind einfach noch mehr Drag Queens unterwegs. Alter, hey, hör doch mal auf. Hier, zack mal. Krieg mal hier Home Run. Ich sehe ein neues Redeem. Ja, ich dachte mir auch gerade. Sowas wird sich doch für Kanalpunkte lohnen. Der Auto-Description Mode. Weil anstrengend ist ja schon. Das kann ich jetzt nicht unbedingt dauerhaft machen. Aber ist, glaube ich, ganz witzig. So, hier, komm mal mit zur Wand. Zeig dir mal einen Trick. Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand. Fühl dich mal nicht so cool, bitte. Boah, schön in den Rücken, das tut ordentlich weh. Boah, den habe ich in den Nacken getreten, dem Nacken. Der hat einfach richtig fett ins Gesicht bekommen. So. Und einmal wegtreten. Ja, und ab durch die Tür. Der Dietrich des modernen Yakuzas. Leute, in die Tür bonken. Aua, ey, hey. Okay, dann nehme ich mir den Stuhl mit. Hier, viel Spaß mit dem Stuhl. Und jetzt komme ich. So, den trete ich auch nochmal ordentlich ins Gesicht. Einfach, weil du es verdient hast. So, und jetzt zeige ich dir mal, was ein Dance Battle ist. Oh, das war die falsche Richtung. Hoppla. Aua, ey, hör doch mal auf damit. Hier, komm doch mal. Komm doch mal hier hin. Okay, das war keine Absicht, aber mir hat's gefallen. So, mit dem Baseballschläger abstechen. Später mal Clips davon machen. Ja, bestimmt eigentlich entstanden. Ja, warte, hier hinten lag irgendwo noch ein Energy Drink rum. Ja, stay hydrated, Leute. Trinken ist wichtig. Jetzt habe ich vorhin eigentlich noch alles für einen Scheiß eingesammelt. Warum habe ich ein Mega Drive Kuscheltier dabei? Bin ich eigentlich völlig Banane? Manche würden ja sagen Apfel, aber das ist auch irgendwie nicht witzig. Ja, guck mal hier, schön die Monsterdosen stehen lassen. Trinken ist Macht, sagt man Sega. Ja, das ist ein Sega Mega Drive. Ein Sega Mega Drive in einem Sega Spiel. Krass, ne? Voll nice. Und nicht nur, es gibt Arcade-Hallen nur für Sega Spiele und so. Ich kann mit dem Kuscheltier nichts machen. Das ist einfach im Inventar und macht nichts. Das ist völlig useless. So, Warum hat er einen Frauennamen? Warte, Favorit, von wem? Ich komme den Charakteren schon wieder nicht näher, weil es viel zu viele Charaktere gibt. Ja, der Mega Sega Drive, Chris. Ein Eurovision Song. Eurovision Song. Protest. Protest. Emotional Support Pushy. Du meinst, wenn du. Hast. Dann brauchst du das. Ja, ach, immer diese. Immer diesen Ausreden. Oh, tut mir leid, dass ich dir 300 Leute ins Gesicht werfe. Ich wollte gucken, ob du es drauf hast. Natürlich habe ich es drauf. Also, ne? Leute immer. Was ist eigentlich dein Problem jetzt? Majima, das bin ich.
Ja, Walla Krise. Hey, das geht dich einen Scheißdreck an, was ich mit der zu tun habe. Kümmer dich um deinen Kram. Ja, das war so der Storypunkt, wo die Story irgendwie nicht mehr viel Sinn gemacht hat. Jetzt so laut Murky. So ungefähr. Macht doch Murky, glaube ich. Was für Sagawa war, wir haben doch gerade eben gesagt, das heißt Sega. Was für Wert, Alter. Hör doch auf, Leute zu töten. Wie wär's mal damit? Richtig, lass doch einmal Leute helfen, damit die aufhört, Leute zu töten. Muss ja nicht sein. Was für halbgebackte Noten? Was? Dauert schon wieder irgendein Quatsch, ne? Ja, wie macht man ein Tor in deinem Test? Sag mir mal, wo der Ball rein muss. Du, aber was trinkt, nachdem ich so viel Scheiße gelabert habe? Oh Gott, ey. War schon ein bisschen anstrengend. Der Audio Description Mode. Aber den muss ich mir merken. Das kann man bestimmt irgendwann mal dann redeemen, das wird lustig. 10 Minuten Audio Description oder so. Hier, guck mal, ich hab mal einen Baseballschläger mitgebracht. Das ist Betsy. Betsy hängt gerne in den Gesichten von anderen Leuten rum. Und mein Fuß auch. Oh, guck mal, schön in die Ecke cheesen. Lecker Käse. Der kommt jetzt nämlich nicht mehr raus. Kann einfach gar nichts machen. Oh, ich liebe es, Yakuza Games zu cheesen. Es ist so noch stumpfer, als das Spiel schon ist. Bin ich jetzt nicht mehr in die Ecke, scheiße. Jetzt muss ich wieder irgendwie die Ecke kriegen. Oh, aua. Ah! Oh mein Gott! Apropos stumpfe Gewalt. Es war schon hart. So, mit dem Fuß abgestochen. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Mit dem Bein durch... Brustkorb durchgetreten, Digga. Batman macht aus Kindern Waisen, weil er selbst eins so, ist. Also der Batman, ja. Der andere... Lederlappen nicht so. Der ist ja halt eher so, lass mal nicht töten. Real Estate Agent. Oh, wow, Majima, brauchst du jetzt Aufklärung, warum ein Mann mit sehr viel Geld in einem Rotlichtviertel abhängt? Der ist die Biene und fliegt zu dem Blümchen. Warum tun die so, als wäre eine Billion Yen was Besonderes? Ich habe irgendwie schon 100 Billionen Yen verdient. Das war nicht mal anstrengend. Und dann tun die so, als wäre das irgendwas Besonderes. Eben auch in einer komischen Welt. Ja, das ist eigentlich das Lustigste an der ganzen Story. Die streiten sich um ein Grundstück.
Und das Grundstück, das wurde ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, das Grundstück ist so groß wie eine Streichholzschachtel. Darum geht der ganze Plot. Deswegen hauen sich hier massenweise Leute auf die Fresse, schießen sich gegenseitig über den Haufen und essen Spaghetti mit Erdbeersoße. Wegen einem streichholzgroßen Grundstück. Nee, das ist nicht auf dem Mondnoser, das ist in Kamurocho ein Grundstück. Ja, ist eigentlich. Aber nur so, deswegen, man sieht doch die Anzughosen. Die sind ja so voll weit, ne? Da ist ja voll viel Platz in den Beinen drin. Damit du den Leuten angemessen ins Gesicht treten kannst. Ohne die ganze Zeit in Unterhose rennen zu müssen. Mietspreise sind hochgeschossen, I guess. Nee, es ist. Im Grunde geht es darum, dass der eine Teil von Kamurocho, da soll ein großes Bauprojekt umgesetzt werden. Das heißt, da geht es darum, viel Geld zu machen. Um das zu machen, muss ja jemand alles an Grundstück kaufen, damit er dann sagen kann, hier, bau, Brudi. Und das Problem ist halt, dass es dieses eine Quadratzentimeter große Grundstück gibt, was du ja auch kaufen musst, weil du sonst dort nicht bauen darfst. Also müssen die ausfindig machen, wem das Ding gehört, damit sie das erwerben können. Das ist der Mainplot des Spiels. Streiten sich alle um dieses 1 Quadratzentimeter große Grundstück. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob Makoto das Grundstück gehört oder ob es ihr Vater war. Irgendwie sowas. Oder ich war, glaube ich, gehört ihrem Vater und der ist tot, deswegen gehört es ihr. Irgendwie sowas war das. Deswegen rennen die halt, wollen die halt die umbringen, damit sie halt das Grundstück bekommen können und so ein Scheiß. Komm, drück ab! Mach den Harry Potter! Oh, der traut sich auch nicht. Okay, nee, er macht's mit den Händen. Richtiger Gentleman. Er genießt es einfach noch. Einfach wie China mit den Autobahnen machen, drumherum. Ja, Noza, du kannst aber keinen Wolkenkratzer um ein Quadratzentimeter großes Grundstück drumherum bauen. Das funktioniert nicht so gut. Ah, jetzt wurde trotzdem Avada Kedavra. Zack. Hey, jetzt hat er auf einmal Eier, jemanden zu töten. Junge, was ist falsch mit dir? Erst traust du dich nicht, jemanden abzuschießen, jetzt einfach in den Rücken. So, du Lappen, du bist gestorben. Wegen Grundstück. Herzlichen Glückwunsch. Tachibana Fudousan. Kiryu Kazuma. Konaria Orikara Derukkanena, Majima-chan. Wow, sie haben 12 Chapter gebraucht, um die beiden Storys miteinander zu verknüpfen. Ich kann jetzt leider keinen Applaus machen, aber Applaus an dieser Stelle. Oh ne, ist es jetzt so, wir fahren aneinander vorbei. Kiryu geht nach Sotonbori, während Majima nach Kamurocho geht und sich gegenseitig sucht. Das wäre was.